Liebe Zürcher, der Dave Caro begrüßt euch. Und etwas zu meiner Arbeit hier am Wingelandart sagen. Ganz kurz. Es geht um kleine Dinge, um Kleinode, um den Titel, die eigentlich sehr unscheinbar sind, die man nicht gross beachtet. Und trotzdem sind sie eigentlich in der Landschaft die Täten, die Putzle, was Gesamte noch uns machen, dass man so eine tolle Landschaft hat, dass man ein schönes Panorama hat. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier den Bäumen ins Bild haben, mit dem Chocobohren dran, mit dem Messier drumherum. Das sind aber so Kleinode. Und ich werde jetzt so mit der Arbeit, das Projekt, das ich jetzt hier anfange, mit dieser Landart, in dem, dass ich nachher überall in der Welt in den nächsten Jahren solche Kleinode, solche in sich gesehen, Juwelen, zusammenkaufen. Und zwar mit allem drum und dran. Das heisst Verschreibung, das heisst, Grundbücheintrag, Nutznießungsverträge und Vermarkungen, wie ihr hier seht, am Strassenrand die Marken gesetzt haben. Jetzt, in der Corona-Zeit hat man ja so etwas miterlebt, wie die Wertigkeiten, die Schätzung von Leistungen und Arbeit und dann gehen sie noch prüfen, wie unsere Balance ist geraten. Oder eben, wie ich gesagt habe, in Bezug auf Unkraut. Da ist irgendeine Rebparzelle, eine ganz schöne Pflanze und die bringt noch medizinische Wirkstoffe und wir betiteln die einfach als Unkraut. Also die ganzen Wertigkeiten, auf die Missverständnisse aufmerksam machen, das ist einfach der Inhalt dieser Arbeit. Zudem tun in dieser Arbeit wie noch einen Vogelgesang überlagern. Und zwar ist der Gesang von Wegel, der in den letzten Jahren, ohne gross, dass man da Zeitungsartikel gesehen hat, sind uns gestorben. Also ein Gesang, den man hier eigentlich nicht mehr kehren kann, leider. Hier kehren der Rotschenkel. Hier kehren die Haubenlerche. Hier die Orpheus-Grasmürke. Hier der Fischadler.